Neues gibt es aus der Telekommunikationsszene von Gerd Pasch. Bis zum Jahr 2001 soll jede deutsche Schule einen Internetanschluss haben. Das versprach Bundeskanzler Gerhard Schröder. Bis jetzt seien dank der Initiative Schulen ans Netz rund ein Viertel der 44.000 Schulen online. Schröder, der jetzt auch lernen will, den Computer zu nutzen, zeichnet Internetanbieter Arbeiten von Schülern aus, zusammen mit Microsoft-Chef Bill Gates. Der schwerreiche Amerikaner verabredete bei seinem Besuch in Nordrhein-Westfalen mit Ministerpräsident Clemens auch gleich eine Initiative zum Internethandel. In Dortmund soll ein Ausbildungs- und Dienstleistungszentrum für E-Commerce entstehen. Die Premiere der neuen Intel-Prozessoren Pentium 3 wird begleitet durch einen Boykottaufruf. US-Verbraucherschützer kritisieren, dass mit der einprogrammierten Seriennummer jeder Pentium-Rechner in einem Computernetzwerk identifizierbar werde. Intel versprach lediglich das Abschalten des Codes, nicht die Produktionsumstellung. Derweil will Intel forciert Sockel-CPUs anbieten. Noch vor der CeBIT soll der Celeron mit 433 MHz Taktfrequenz auf den Markt kommen. Die Preisspirale auf dem Telekom-Markt dreht sich weiter nach unten. Mobilcom kontert die neuen Telekom-Tarife ab 12 Pfennig pro Minute mit einer weiteren Senkung der eigenen Niedrigstpreise. Den Pauschaltarif für den Internetzugang musste das Unternehmen kurzfristig einschränken, weil die Zugänge verstopften. Branchenführer T-Online kündigte auf dem internationalen Presse-Colloquium in Frankfurt an, die Online-Nutzung auf 3 Pfennige pro Minute zu reduzieren. Handys werden fit fürs Internet mit der neuen Funktechnik GPRS. Die Deutsche Telekom setzt als erster Netzbetreiber den neuen GSM-Standard General Packet Radio Service, kurz GPRS genannt, in ihrem T-Mobil-Netz ein. Damit verzehnfacht sich bei Handys der Datendurchsatz auf 115 Kilobit pro Sekunde. Auch im Festnetz kommen bald breitbandige Netzanschlüsse. T-Online-Chef Erik Danke kündigte TDSL an, eine Technik, die auf herkömmlichen Kupferleitungen Datenraten bis zu einem Megabit pro Sekunde zum Download bereitstellen will. T-Online will den asymmetrischen Netzzugang zum kommenden Sommer in 40 deutschen Städten beginnen. Dies sei unter anderem ein Ergebnis des ADSL-Versuchs in Nordrhein-Westfalen, bei dem einige hundert Teilnehmer mit 2 Megabit Downstreams arbeiten können. Und die wohl teuerste Webseite haben amerikanische Abtreibungsgegner. Sie wurden jetzt von einem Bundesgericht zur Zahlung von 107 Millionen Dollar verurteilt, weil sie im Internet zu Gewaltanwendung aufrufen und Listen von Ärzten und Kliniken veröffentlicht haben. Die Meinungsvielfalt hat also ihre Grenzen. Marc Müller, was gibt's denn an Meinungen und Fragen von den Zuschauern? Ja, da gibt es doch schon einiges. Und zwar zum einen, es wurde eben bei ISDN erwähnt, da gibt es sowas wie ein NTBA. Und das möchten hier zum Beispiel auch einige wissen, was das denn jetzt heißt, NTBA, Michael. Ja. Ich wüsste es auch, glaube ich. Wolfgang, dann sagst du. Network Terminal Basisadapter. Ah. Basisanschluss. So ungefähr. Basic Access, ja, richtig, ja. Netzwerkabschluss für den Basisanschluss. Also das ist diese Kiste, die man bekommt von der Telekom, wenn man sich auf ISDN ummeldet. Kostenlos, ja. Die es im Moment übrigens nicht gibt. man muss, glaube ich, 2 Monate warten, bis die Dinger wieder kommen. Also ja, wenn man sich jetzt für ISDN anmeldet, dauert es 2 Monate. Ne? 2-3 Wochen, die verschwinden. 2-3 Wochen. Mittlerweile nur noch, ja. Es ist eigentlich unglaublich, was da so alles passieren kann. Was haben wir noch? Ja, da ist zum Beispiel auch die Frage aufgekommen, wir haben viele zwar schon ein Modem bei sich zu Hause stehen, zum Beispiel 14-4er-Modem, und jetzt fragen sie sich, da ja so viel über 56K-Modems erzählt wird oder auch gelesen und geschrieben wird, ob es sich überhaupt lohnt, dann auf ein 56K-Modem umzusteigen oder ob sie halt dieses 14-4 immer noch benutzen können. Ja, wer benutzt 14-4er-Modems? Ich nicht mehr. Ich benutze schon ISDN mittlerweile und bin auch sehr froh drüber. Aber 56K muss es vielleicht nicht unbedingt sein, ist aber, was den Modem angeht, schon der Standard. Und wenn man ein, was war das, Marc? Ein 14-4er. Ist schon ein paar Jährchen alt. Da würde ich schon empfehlen, auf 56K umzusteigen. Daniel, kann das sein, dass ich letztens das 56er für 99 Mark gesehen habe? Ich glaube ja, ne? Das kann sein, ja. Aber da ist mal die Frage, was dabei ist, ob da Kabel dabei sind, wie lang, wie kurz die sind, was für Software auch dabei ist natürlich, ne? Ja, wenn es aber auch schon 56K Modems gibt, lohnt sich das dann überhaupt noch auf ISDN dann umzusteigen? Das ist die Frage. Ja, also man muss ja ganz klar sagen, ein 56K Modem macht nicht 56K Datenübertragung, sondern was effektiv rauskommt, ist vielleicht ein bisschen über 30. Und ISDN ist da immer noch deutlich schneller. Also es lohnt sich schon auf die Dauer. Und bei ISDN hat man ja auch 2 Leitungen. Das heißt, wenn sie dann wirklich das Netz belagern, dann darf der Rest der Familie immer noch telefonieren. Zumindest einer.
Ja, habt ihr noch was da drüben? Ja, hier ist noch eine Frage, die wurde, glaube ich, auch eben schon ein bisschen beantwortet. Und zwar kam es hier die Frage auf, was hier mit aktiven und passiven ISDN-Karten hat. Woher weiß ich denn, ob ich jetzt nur eine aktive ISDN-Karte oder eine passive ISDN-Karte habe? Das war auch ein Preis. In der Regel ja. Wenn jetzt der Preis vielleicht nicht so wichtig ist, aber wenn ich halt gerne, ich habe einen Rechner bei mir zu Hause stehen, ja, und jetzt möchte ich gerne ISDN machen, weiß aber jetzt nicht, welche ich dafür benutzen muss. Also ich würde mal einfach dazu sagen, bei einer passiven ISDN-Karte, eine passive ISDN-Karte reicht grundsätzlich für den Hausgebrauch. Wo man eine aktive nehmen sollte, ist für den Einsatz in Unternehmen, für den Einsatz in Servern zum Beispiel, wenn ich so Abteilungsserver habe. Und wo es vielleicht noch Sinn macht, wenn man ganz alte Rechner nimmt, die die Leistung nicht bringen, eine passive Karte zu nutzen, also so ein 486er, wie wir ihn bereits hier drüben gesehen haben, dort würde ich also auch eine aktive Karte reinsetzen, wenn ich ihn unbedingt dort mit der Kiste ISDN machen muss. Michael, man muss, glaube ich, da noch dazu sagen, in Servern oder in Firmen ja nur deswegen, weil dort mehrere aus dem Netzwerk dann über eine Karte in das Internet gehen können. Richtig. Nur da macht es Sinn, denn sonst, wenn es einer machen würde, würde ja da auch nur eine passive Karte rein. Richtig, ganz klar. Okay. Ja, wir haben es, also ich möchte nur sagen, wir haben es gut im WDR, wir sitzen an unserem Schreibtisch und haben dort Internet, denken gar nicht darüber nach, ob das was kostet, ob es nichts kostet. Wir haben da 4 Megabit, das geht alles wunderbar. Das sieht nicht so aus, wenn man zu Hause privat ist, sondern man muss ja irgendwie, wenn man auch die Technik vorhanden ist, hat, man muss ja irgendwo einen Provider, neudeutschen Vermittler finden.